Meine Lieben, heute wird wieder was Leckeres gekocht. Und zwar russische Pirogi, Pirogi. Als erstes werde ich die Kartoffeln schälen und in Salzwasser kochen. Kartoffeln kochen in Salzwasser. Und hier brate ich jetzt Zwiebeln an. Natürlich habe ich Zwiebeln schon vorgeschnitten. Ich habe nur eine genommen statt zwei, weil wer mich kennt, weiß, ich bin kein Zwiebelfan. Und in einen Esslöffel Butter brate ich das an. So, die Zwiebeln sehen schon mal gut aus. Die würze ich jetzt mit Salz, Pfeffer und einem Kartoffelgewürz. So heißt das Gewürz, was in meinem Adventskalender war, wenn ihr euch noch erinnert, den ich letztes Jahr hatte. Wenn die Kartoffeln noch kochen und das hier noch ein bisschen abkühlt, bereiten wir den Teig zu. Dafür brauchen wir Mehl und Eigelb erstmal. Oh, Wasser habe ich jetzt auch reingemacht und das wird jetzt zu einer glatten Masse verknetet mit der Hand. Die Kartoffeln sind fertig, die sind weich, Wasser habe ich schon abgegossen. Ich mache noch einen kleinen Esslöffel Butter rein und die Zwiebeln mit den Gewürzen und dann wird zerstampft. So, die Kartoffeln sind zerquetscht, zermanscht. Sieht mit den Gewürzen interessant aus, kenne ich ja so nicht. Jetzt kommen wir zum schweren Teil, den Teig machen. Wer mich kennt, weiß, ich habe eigentlich keinen Platz, um Teig zu machen. Ich habe mir Platz gemacht, verständlicherweise. Und jetzt wird der Teig hier ausgerollt. Die Fläche habe ich mit Mehl bestäubt. Und der Teig hätte ein bisschen mehr Mehl gebraucht. Okay. Der Teig wird jetzt glatt gerührt. Nicht zu glatt, nicht dass er euch reißt. Als wenig Teig war, ist das jetzt auch hier nicht so viel, also der Platz reicht mir. Jetzt wird mit zum Beispiel einem Glas ausgestochen. Wenn ihr große Pirogi haben wollt, nehmt ein großes Glas. Das wird eh noch leicht ausgedehnt. Ich habe den Teig jetzt genommen, ein bisschen flacher gedrückt, ein bisschen auseinandergezogen. Circa ein Teelöffel Kartoffeln reingemacht. Mal sehen, ob ich es mit einer Hand hinkriege. Und so würde man es platt drücken. Das zeige ich euch gleich. Und so lege ich es dazu. Hier habe ich schon welche vorbereitet. Genau, das mache ich mit dem Rest. Wenn ich fertig bin, wir haben ja noch Teig übrig, den quetsche ich nochmal zusammen. Rolle ich nochmal zusammen und dann wird er nochmal ausgerollt. Und der Spaß fängt von vorne an, bis man entweder genug hat, keine Kartoffel mehr hat oder der Teig viel zu wenig ist. Ihr könnt das natürlich jetzt die Ränder auch mit einer Gabel zusammendrücken, aber ich finde, der Teig klebt gut genug und das wird jetzt gekocht. Schon mal was vorbereitet, Salzwasser gekocht und portionsweise mache ich es jetzt rein und koche die so lange, bis sie komplett oben schwimmen. Alle. Ich habe insgesamt jetzt den Teig dreimal ausgerollt. Man könnte ihn nochmal zusammen machen und nochmal ausrollen, aber das war jetzt schon beim dritten Mal sehr schwer. Ich musste den sogar noch leicht anfeuchten und den nochmal zu machen, das wäre anstrengend. Aber ich habe eh nicht mehr so viel Kartoffeln übrig zum Glück. Man könnte natürlich die restlichen Kartoffeln trotzdem im Kühlschrank packen, aber mal schauen, was ich draus mache und was ich aus dem bisschen noch was mache vielleicht sogar. So, da sind sie alle fertig. Fertig gekocht. Die habe ich hier schon auf den Teller gepackt. Nee, nicht weg. Ja, das ist eine große Portion. Das ist eine Familienportion. Hätte ich jetzt nicht gedacht, bei so wenig Teig. Aber okay. Ja, hier schön Teigtaschen gefüllt mit Kartoffeln in dem Fall. Oder auch Pirogi. Nennt man bei euch auch Pirogi? Aus welchem Land kommt ihr? Und wie heißt das bei euch? Und dazu gibt es Quark. Man könnte auch Schmand nehmen, man könnte auch zerlassene Butter nehmen laut Rezept. Ich habe Quark. Ja, das war es dann auch schon. Und wer wissen möchte, was ich mit dem Rest gemacht habe, das ist auch Teigtasch gefüllt mit Hackfleisch, nur ein bisschen unschön. Aber mal sehen, vom Geschmack her müsste es ja gleich sein. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Video. Lasst es euch schmecken, wenn ihr es nachmacht. Ich mache es auf jeden Fall nicht nochmal, denn es war mir viel zu anstrengend. Aber ja, ist doch schön, mal sowas gemacht zu haben. Liken, abonnieren, kommentieren, nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal.